Türkei, beim Videodreh zu ihrer Single Sommerliebe kommt es zwischen Estefania Wolny, 21, und ihrer Mutter, Silvia Wolny, 58, zum Eklat. Der TV-Dreh muss daraufhin abgebrochen werden. Die 21-jährige Tochter der einstigen Promi-Big Brother-Gewinnerin schwebt derzeit auf einer Erfolgswelle. Gerade erst hat Este ihr erstes Studioalbum 21 veröffentlicht und auch mit Freund Ali läuft nach wie vor alles bestens. Im Rahmen der familieneigenen Reality-Doku Die Wolnys, eine schrecklich große Familie, wurde dem jungen Mann zuletzt eine ganz besondere Ehre zuteil. Er ist nun selbst ein Teil der beliebten TV-Serie. Doch damit nicht genug, der schüchterne Südländer durfte auch noch aktiv in dem Musikvideo seiner Freundin mitwirken. Verliebt turtelt das Paar darin unter anderem auf einem Boot oder steht innig knutschend am Wasser. Mama Silvia und Stiefpapa Harald Elsenbast, 62, beobachten das Geschehen aus sicherer Entfernung. Doch den Adleraugen der 58-Jährigen entgeht nichts. In einem neuen Clip, den RTL ZWEI auf seinem offiziellen Instagram-Account geteilt hat, sieht man, wie die Elffach-Mama plötzlich die Dreharbeiten unterbricht. Der Grund? Der Kuss zwischen ihrer Tochter und Freund Ali wurde ihr zu leidenschaftlich. Silvia Wolny unterbricht vermeintlichen Zungenkuss ihrer Tochter. Hey, schreit die Wolny-Matriarchin aus der Ferne in Richtung ihrer Tochter. Estefania, kommt mal, mit ihrem Liebsten im Schlepptau kommt die 21-Jährige dann auch Stante Pedes angedackelt. Da mischt sich auch schon Harald von der Seite ein. Was soll denn das, es sollte doch alles geschmeidig bleiben, zetert der 62-Jährige drauflos. Und Silvia ergänzt, ich hab von hier aus gesehen, dass er bei dir die Zunge drin hatte. Und du auch bei ihm. Die Schlagersängerin will den Vorwurf nicht gelten lassen und versucht zu beschwichtigen. Mehr als ein verlegenes Nein, Nein, Nein bringt die 21-Jährige zu ihrer Verteidigung jedoch nicht hervor. Eine Zeitlupeneinstellung stützt letztlich die Version der Schwester von Zwillingsmama Sarafina Wolny, 28. Bei dem Kuss handelte es sich lediglich um einen ausgiebigen Schmatzer auf die Lippen. Bei den Fans der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands sorgt der Clip dennoch für Diskussionen. Was ist daran so schlimm, sie ist erwachsen, Feldwebel, schießt eine Userin gegen Silvia. Andere fordern, die 58-Jährige solle sich nicht immer in alles einmischen, was ihre Kinder betreffe. Fan nimmt Familienoberhaupt des Wolny-Clans in Schutz. Eine Nutzerin glaubt derweil, dass die Türkei-Auswanderin nur einen Spaß mit ihrer zweitjüngsten Tochter gemacht habe. Würdet ihr öfters die Wolnys schauen, würdet ihr wissen, wie Silvia ist.